Hallo zusammen, wir haben den 2. Februar, es ist 18.03 Uhr und in diesem kleinen Clip geht es um den MDAX, der hat nämlich heute ein neues All-Time-High gemacht. Vor euch liegt der Wochenchart, eine Kerze, eine Woche. Und ich möchte euch zuerst mal auf das hier zeigen, der Index, das ist die Stochastik. Der Index gilt seit diesem hier. Seit dem 9.11. gilt er als überkauft, damals waren so ganz grob bei 28.000. Und jetzt über Wochen und Monate zieht er einfach sein Ding durch. Das ist schon erstaunlich. Ne? Der macht also ein All-Time-High nacheinander und heute auch wieder. Wobei, wie gesagt, das sind die Wochenkerzen. Ich sage das deshalb, weil hatten wir auch eine ganz lange Strecke. Er bekommt erst dann ein richtig sinnvolles Verkaufssignal, wenn wir auf Wochensicht unter die 80 gehen, der Stochastik. Hier das MACD ist irreführend, ja, wir haben hier lang, kurz und heute wieder lang. Das ist, muss man einfach abwarten. Ich brauche zwei kurze hintereinander, um das Ding negativ sprechen zu können. Auf Wochensicht ist weiterhin auffallend, die Bänder sind weiter auseinander. Also wenn das hier eng ist oder dieser ganze Schlauch hier hinten, ja, sind sie weit auseinander. Das heißt, der Index ist jetzt schon so in so einer Art Hechelphase. Viel mehr traue ich ihm nicht zu, was ihm zutraue, ist diese Linie und die erkläre ich euch oder zeige ich euch jetzt gleich mal im Tageschart. Ich habe die einfach mal angelegt. Die ist ein einziges Mal gebrochen worden hier und dann sofort wieder unterboten worden. Ansonsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Berührungspunkte. Ich halte die für gut. Ich hätte jetzt auch einen Kanal malen können, war ich aber ganz ehrlich gesagt zu faul zu. Diese Linie liegt per heute, und der vorletzte Kurs war 32.009 und der Schlusskurs 32.037. Also nur der Schlusskurs hat nochmal 30 Punkte gebracht. Diese Linie liegt heute bei 32.866 und steigt pro Tag um 86 Punkte, ist also morgen bei der 32.952. Das ist die einzige, wie ich denke, sinnvolle Begrenzung. Hier sieht man, neues All-Time-High, aus dem Band raus, diese Jungs hier rausgenommen. Der hat nichts vor sich. Das ist der einzig echte Punkt, den ich finde. Wir haben sogar wieder ein neues Kaufsignal über das MACD, lang, kurz, kurz. Und die Stochastik täte auch leicht nach oben. Ob ihr long geht, überlasse ich euch. Aber meines Erachtens nach ist das im Moment kein Short. Der muss sich erst wieder hier oben tummeln. Wo auch immer das dann sein wird. Ich habe euch mal einen Schein mitgebracht. Das eine ist hier ein 30.331er. Da sind wir hier, wo die Maus ist. Etwas unter diesem letzten Interimslow. Das hatten wir hier bei 30.539. Der MDAX ist nicht so einfach zu handeln, muss ich ehrlich sagen. Also ich handle den nicht so gern. Obwohl er oftmals deutlichere Signale liefert und ruhiger handelt als der DAX, aber der springt mir einfach zu schnell, zu viel, mal 500 oder 1000 Punkte in die eine oder andere Richtung, da muss man echt am Ball bleiben. Das ist keine Position für hinlegen und dann Kaminabend verbringen. Diese 30.539, wenn die unterboten ist, mit 30.450 muss der gestoppt werden. Also ganz grob 120 Punkte über dem Knockout. Das ist im Moment ein 18er Hebel und hat die Kennnummer Gustav Friedrich 9 Karl 0 Bertha GF 9 K 0 B. Und den kann man auf jeden Fall probieren, zumindest nochmal für diese Spanne hier. Und diese Spanne will ich natürlich auch mit dem Put mal ausprobieren. Also ich habe mir einen Alarm gestellt, wenn wir hier an diese Linie gehen. Und da gehe ich ja ein bisschen weiter weg. Und zwar hier oben auf die 33.500. Und da finde ich den hier. 33.495. Da sind wir also noch ganz grob 1.500 Punkte weg. Das ist auch ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer Gustav Martha 2 Emil Unsinn Cäsar. GM2EUC. Aber der muss hinter dieser Linie liegen und wie gesagt, die steigt um 86 Punkte pro Tag und ist morgen bei 32.952. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.